Hallo miteinander, herzlich willkommen zu unserem nächsten Online-Fördertraining. Heute mit Matthias und mir. Wir haben schon einige Trainings gehabt. Wir werden ein paar Elemente sicherlich auch wieder aufgreifen, was wir schon in den letzten Trainings hatten. Deswegen ist es aber gar nicht schlimm. Wiederholungszahl macht uns ja nur besser im Endeffekt. Und ja, Programm starten wir heute gleich mit einer kleinen Übung mit Technik und ein wenig Koordination geknüpft. Dann werden wir ein bisschen Aktivierung mit einbauen und im Anschluss werden wir noch eine reine Technikübung machen, die der Matthias, mein Wundertalent, heute allesamt durchführen wird. Genau. Gut, erste Übung. Wir haben eine Übung gekoppelt. Technik mit Passspiel und hier ein Koordinationselement. Das heißt, ihr braucht mit Jaffa zwei Hütchen, ähnliche Materialien daheim, nehmt die Klopapierrolle, die Socken, was auch immer ihr habt, stellt sie einfach hin. Hier zwei Stück ungefähr, ja, sag ich mal, zwei Fußlängen, Pi mal Daumen auseinander und dann dahinter noch ein bisschen im Hintergrund, ihr werdet gleich sehen, wozu wir die brauchen, einfach zwei Streifen. Wenn ihr keine Streifen oder Leinmarke habt, dann nehmt ihr halt einfach eine Klopapierrolle, drei Stück irgendwie, legt die hin zum Beispiel nebeneinander oder eben zwei Paar Socken, dann habt ihr auch so zwei Streifen. Oder ihr findet andere Möglichkeiten, seid ihr sicherlich kreativer als wir. Und dann habt ihr dann auch das entsprechende Trainingsmaterial. Und natürlich einen Ball brauchen wir. Und das will ich sagen. Ja, eine gute Idee. Starten wir. Okay. Also die erste Übung. Wir brauchen eine Wand irgendwo, wenn ihr habt zumindest daheim. Nehmt vielleicht nicht die Glasvitrine oder irgendwas daneben, sondern irgendeine Wand. Oder wenn ihr keine Wand habt, sucht euch einen Zuspieler vielleicht. Mama, Papa muss sich mal hinstellen, einfach einen Pass spielen. Oder euer Bruder oder eure Schwester kann dann gerne auch mitmachen, macht jetzt einfach einen Wechsel und dann habt ihr auch einen Trainingspartner und dann könnt ihr auch gegen den dann im Wettkampf antreten. Genau. Also, erste Übung. Die Hütchen platziert ihr, wie hier gerade aufgezeigt, braucht eine Wand, spielt den Ball dagegen, spielt einen Pass gegen die Wand, der feste, gehen dann in die offene Stellung rein, nehmen den Ball mit dem ersten Kontakt mit dem rechten Fuß nach außen zur rechten Seite mit. Also nochmal, Anspiel, erster Kontakt, schiebt nach außen weg. Dann machen wir ein Ziehen-Fußwechsel rechts, links in das Hütchentor rein. Nochmal rechts, links raus auf die andere Seite. Eine Sohlenwende zurück in die mittlere Position. Und jetzt sind wir schon wieder in der Startposition, spielen einen Pass erneut Mitte rechts und machen dasselbe Spielchen auf die linke Seite raus. Erster Kontakt links, Ziehen-Fußwechsel, Sohlenwende rechts und spielen den Pass mit links und dann geht es das Ganze weiter. Das machen wir insgesamt genauso zweimal. Nachdem wir das zweimal gemacht haben, parken wir den Ball hier, laufen hier zu diesen zwei Streifen hin, machen hier eine Koalitionsübung, einfach mit zwei Kontakten durchlaufen. Am Ende machen wir drei Kontakte, dass wir nicht überkreuzen bei der Schrittabfolge außen und dann laufen wir wieder zurück. Also nochmal vor, 1, 2, hier 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 und dann nochmal 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Fertig. So, Matthias. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Davon bin ich überzeugt. Also Anspruch auf eine Stellung, genau. Ziehen Fußwechsel, Sohlenwende, Paarspiel, ich habe die linke Seite raus. Ziehen Fußwechsel, Sohlenwende. Und dann nochmal. Zweites Mal, Mitte rechts. Genau. Und wieder rein. Und jetzt hat die mit auf die andere Seite gelesen. Fast. Links, genau. Fast. Jetzt hat. Und fertig. Anspiel. Stopp. Gut. So, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, fertig. Gut. So, machst du nochmal? Ja, klar. Okay, also nächste Runde. 1, Anspiel, Kontakt, genau. Wunderbar, so gehen wir wieder rein. Und jetzt ein linker Fuß. Sohlenwende und Anspiel links. Erster Kontakt wieder rechts. Ziehen Fußwechsel, Sohlenwende. Und dann nochmal erster Kontakt mit links. Ziehen Fußwechsel, Sohlenwende und Stopp. Gut, nochmal durch. Und nochmal. So, passt. Dankeschön erstmal. So, das war unser Aufwärmen, unser erster Teil hier quasi, Übung, diese Übung, genau den Ablauf, sprich zweimal pro Seite, links und rechts und hier die Koalitionsübung zweimal durch, hoch und runter, macht ihr insgesamt fünfmal. Wir haben jetzt schon einmal, zweimal, dreimal, das heißt zweimal haben wir noch vor uns.
Ich würde sagen, ich mache einmal nochmal, dann machst du nochmal und dann mal einen Wechsel. Magst du was ergänzen? Jungs, was ihr ein bisschen schauen könnt, war einfach nur Technik ist nur, ist mir gerade aufgefallen. So, ihr macht ja aus einer Sohlenwende raus den Pass. Jetzt habt ihr aber das Problem, die Sohlenwende läuft ja jetzt parallel. Wenn ihr jetzt gleich passen würdet, würdet ihr mit dem Fuß vor dem Ball stehen und so passen. Dann fangen die Bälle zum Springen an und drehen. Schön wäre es immer, wenn ihr dann Sohlenwende, Bogen und dann wieder spielen, weil beim Pass Standfuß hinter dem Ball, durch den Ball durchlaufen. Und um das zu schaffen, Sohlenwende, Bogen, Laufen, Drücken. Ist mir nur nachher erst noch aufgefallen, dass ich es nicht gemacht habe und dann war die... Der Pass ist ziemlich verschaut, wie ihr gesehen habt. In meiner ersten Runde ist der Ball nach da gegangen. Sowas ärgert mich immer. Genau. Gedrückter Pass, glaube ich, heißt bei unserem Pokal. Druckpass. Genau, immer schön, dass der Körper quasi schaut und schön durch den Ball durchschieben. Und dann kommen wir auch in saubere Passqualität hin. Wenn er ein bisschen hoppelt gegen die Wand, kann auch sein. Das liegt aber an der Wand, nicht an euch, weil ihr schöne Wände habt. Gut, dann also Anspiel, erster Kontakt raus, zack, ziehen Fußwechsel, springen, nochmal ziehen Fußwechsel, Sohlenwende, Bogen laufen, Anspiel, jetzt halt, na, Kau, nochmal, Anspiel, linker Fuß, ziehen Fußwechsel, Sohlenwende und mit links spielen, hopp, wieder rechter Fußkontakt raus, ziehen Fußwechsel, Sohlenwende und dann noch einmal Mitte rechts. Links raus, ziehen Fußwechsel und Sohlenwende. So, zweimal noch durch hier. Einmal, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 und fertig. So, eine Runde noch. Gut. Was übrigens auch super ist, fällt mir jetzt nur gerade auf, wenn ihr natürlich zu zweit seid und eine Wand habt, dann könnt ihr das sogar so machen, dass ihr das parallel macht. Der eine startet da, der andere startet da. Dann könnt ihr gleich direkt ineinander übergehen, dann habt ihr sogar so, dass ihr da richtig viele Wiederholungen hinbekommt in relativ kurzer Zeit. Also zu zweit mit euren Geschwistern geht das super. Außer ihr streitet euch natürlich dann nachts lieber getrennt worden. Oh Mann. Bei meiner Schwester hätte ich lieber mit weit getrennten, am besten getrennten Häusern gemacht. Gut, dann Aktivierung habe ich mit eingebaut. So, dein Lieblingsteil, Matthias? Absolut, Koordination nicht ganz stark. wir machen einfach hier ganz einfach noch zwischen den Elementen bauen wir ein, drei Aktivierungsübungen für den hinteren Rumpfbereich vor allem. Als erste Übung machen wir Hüfte rollen einfach, das heißt hier Füße im rechten Winkel, Schulterblätter schauen, dass sie nach unten drücken und dann wippt ihr quasi mit euren Füßen, schaut, dass sie geschlossen bleiben zur Seite. Das machen wir insgesamt 8 Mal, ohne abzulegen. 1, 2, musst du nicht mitmachen, Matthias. Kannst du auch natürlich, sofern der Raum reicht hier mit deinen langen Haxen. Hat geklappt. 5, 6, 7 und 8. Kannst du, dass unser Boden hart ist? Der Boden ist sehr weich und kuschelig, fast wie eine Raumwand. Das ist echt Wahnsinn. So. So, das war die erste Variante. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Teil. So, wir machen eigentlich mehr oder weniger denselben Aufbau her wie gerade eben. Jetzt ändern wir eigentlich nur die Standtricks hier in dieser Variante. Und hier bei der Koordinationsvariante machen wir Seitwärtskontakte, das heißt, und zwar gekreuzt. Das heißt, wir fangen einfach an, hier selbe Spiel wie gerade eben, spielen wieder einen Pass gerade durch, gehen mit der offenen Stellung raus, rechter Kontakt, schiebt den Ball an, gehen jetzt halt mit, so wie gesagt, mit Ziel vorliegen, rüber quasi rein, einmal, dann zweite Mal raus. Sohlenwende wieder zurück, wieder hinterlaufen, Pass spielen, jetzt auf die andere Seite raus, erster Kontakt und jetzt ziehen, vorlegen rechts, Sohlenwende, Pass mit links spielen, wieder auf die rechte Seite raus, ziehen, vorlegen 1, ziehen, vorlegen 2, Sohlenwende, oben laufen und dann ein letztes Mal noch ziehen, vorlegen, Sohlenwende zurück. Und fertig. So, das ist der erste Technikteil.
Und hier bei der Koordination arbeiten wir jetzt mit Seitwärtsschritten. Beim ersten Streifen immer vorne rum, beim zweiten Streifen hinteren immer hinten rum. Das heißt einfach hier 1, 2, hinten rum, 1, 2. Hier wieder drei Kontakte hinten rum, vorne rum, 1, 2, 3. Wieder vorne rum, hinten rum, 1, 2, 3. Hinten rum, vorne rum. Fertig. Das machen wir wieder 5 Mal insgesamt. Und mit dir schaut skeptisch. Wir werden gleich rausfinden, ob es geht. Relationsübung will ich ganz starten. Also, erste Übung. 1, Anspiel, genau. Ziehen vorliegen 1, ziehen vorliegen 2. Sohlen wir jetzt zurück. Jetzt mit dem linken Fuß rausspielen. Ziehen vorliegen rechts, ziehen vorliegen rechts. Sohlen wir jetzt zurück. Und dann das Ganze nochmal auf die rechte Seite. Links ziehen, vorlegen, Sohlenwände, Pass spielen und nach links den Kontakt und dann nochmal ziehen, vorlegen, Sohlenwände und Stopp. So, seitwärts. Genau. Mann, Pass, gell? Genau, hinten rum. Jetzt hinten rum. Genau. Vorne rum, passt. So, Matthias, der fleißige Neunrunde. 1, Anspiel und 2, Anspiel, wunderbar. Dann jetzt auf die linke Seite, genau, 1 und 2 und Sohlenwende, Anspiel auf rechts raus, ziehen, vorlegen, Sohlenwende und noch einmal nach links raus, genau, ziehen, vorlegen, Sohlenwende und Fito. So, dann wieder durch, 2 Kontakte, vorne rum kreuzt, hinten rum, vorne rum, genau. Wunderbar. Und jetzt noch chillen. Dann mache ich eine Runde noch. Und dann erzählt euch der Matthias währenddessen was über. Ich erzähle was die Witze, was ist. Egal. Nein, Pardon, komm, nein. Bei Einzeltrainings wollte ich gerade sagen eigentlich. Aber okay. Also. Anspiel, Hauptmeister, Kontakt raus. Ziehen, vorlegen. Mit dem linken Fuß nachspringen. Ja. Gelassen nachspringen nicht vergessen. Sohlenwende, Bogenlauf. Links raus, ziehen, vorlegen, Sohlenwende, Anspiel, raus, ziehen, vorlegen, Sohlenwende, also fest. Der Nachbar freut sich schon, aber ist keiner da wahrscheinlich. Jetzt bin ich selber rausgekommen, nochmal, Anspiel, raus, links, ziehen, vorlegen, rechts, genau. Ziehen, vorlegen, rechts, ziehen, vorlegen, rechts, Sohlenwende, fertig. Genau. So. Und dann vorne rum, hinten rum, 1, 2, 3, hinten rum, vorne rum, hinten rum, hinten rum, vorne rum. So, letzte Runde, Matthias. Da war auch mal die Kurve. Ja, auch in diesem Zwischenkontakt links. Schau mal wieder. Ah! Und jetzt halt vorne rum, genau. Wie ein Haken drin gewesen. Okay. So, das waren wieder 5 Runden. Kommen wir zur dritten Aktivierungsübung. Vorweg bloß. Zweite. Ach, schon zur zweiten Aktivierungsübung. Vorweg vielleicht hier noch, wenn ihr merkt, irgendwie technisch, es läuft nicht so rund oder irgendwas, macht lieber erstmal langsamer, schaut, dass ihr dann das Tempo steigert, immer zunehmend mehr. Und wenn ihr dann drin seid, werdet langsam schneller und dann können wir das Ganze auch steigern. Genau. So, die nächste Aktivierungsübung, wieder für den Rumpf finden, eine andere Variante. Schauen, dass die Schulterblätter nach unten gedrückt bleiben hinten, nicht abheben irgendwie. Und dann versuchen wir jetzt quasi immer den Fuß, den äußeren Fuß quasi zur Hand seitwärts rausführen. Schultern drückt nach oben. Das machen wir wieder 8 Mal. Pro Seite. Also 4 Mal pro Seite. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Gut, dann war das schon der zweite Teil. So, Matthias. Schau auf den Spicker, letzter Teil. Da kannst du mir vielleicht noch kurz helfen. Ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung.
Ich habe den Trick mal aufgestanden als Ziehen hinter dem Standbein. Ich weiß nicht. Ziehen zurück. Nee, ziehen zurück ist hier rechts, rechts. In dem Fall ziehst du den Ball mit links, vielleicht haben wir gar keine offizielle Bezeichnung, und spiel ihn mit anderen Fuß. Gibt es da eine offizielle Bezeichnung schon? Weiß ich jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe mal vom Nils Attar, liebe Grüße. Ja, gut, dann gibt es den Trick wahrscheinlich gar nicht. Dann gibt es ihn gar nicht. den Trick aufgeschnappt vor einigen Jahren und der hat ihn damals als Ziehen hinterm Standbein bezeichnet. So, mit dem arbeiten. Quasi wie eine Mischung aus Soul, wenn du Schuss findest, so ganz leicht, also viel zu lange. Genau. Sozusagen ziehen Fußwechsel hinterm Standbein. Ja. Genau. Also, Ablauf, wir eben gerade eben der gleiche. Wir spielen den Ball wieder an. Erster Ball nehmen wir dann nach rechts außen mit. Und jetzt machen wir wie beim Ziehfußwechsel, bloß verkehrt rum. Beim Ziehfußwechsel fangen wir normalerweise an, mit dem rechten Fuß zu ziehen und mit der linken Innenseite zu spielen. Jetzt spielen wir den Ball mit links und spielen ihn mit der rechten Innenseite. Wir machen das gleiche nochmal. Links, rechts und dann ziehen wir mit dem Sohlenwinkel zurück. Spielen den Ball erneut. Jetzt im linken Fuß raus und jetzt machen wir es genau andersrum. Rechts, links, rechts, links. Sohlenwände zurückführen. Pass mit links spielen. Und dann wieder mit rechts raus. Und dann links, links, rechts. Links, rechts. Links, oben laufen. Links, raus. Rechts, links. Rechts, links. Und dann Sohlenwende und fertig. So, das war der eine Teil. Das heißt, hier haben wir einfach mal andere Varianten kombiniert. Hier kombinieren wir jetzt die erste Übung und die zweite Übung. Am ersten Streifen arbeiten wir immer mit zwei Kontakten parallel quasi. Hinten arbeiten wir, nehmen wir was anderes von hinten. Vorne arbeiten wir immer gekreuzt. Das heißt, wie gerade eben über die Streifen, hinten parallel. Und insgesamt haben wir eigentlich dann immer drei Kontakte. Das heißt, bei jedem Feld. Das heißt, wir fangen an mit, das überlege, ob es der erste Fuß ist. Genau, also der Fuß, der näher zum Streifen ist, fängt an. 1, 2, 3, kreuzt vorne rum. 1, 2, 3, parallel. 1, 2, 3, parallel zurück. 1, 2, 3, kreuzt hinten rum. Das machen wir insgesamt zweimal. Also. 1, 2, 3, vorne rum, 1, 2, 3, parallel, parallel zurück, hinten rum und dann nochmal. Vorne rum, parallel und hinten rum. So, also auf die erste Runde, Kontakt raus, ziehen mit dem Standbein, ziehen mit dem Standbein, den Fußwechsel, genau schauen, dass wir da reinkommen. Aber der Matthias ist technisch so gewieft, der kriegt das auf Anhieb natürlich hin. Anspiel, genau raus, wo ich so feste spielen, damit der Nachbar aufwacht. Und dann nochmal 1, 2. Genau, wichtig ist mal mit dem Standbein, wenn ihr jetzt hier gezogen habt, nach vorne zu springen, weil sonst habt ihr eure Standbein im Weg. So, nochmal langsam. 1, 2, 3. 1, 2. Parallel, genau, parallel und jetzt kreuzt. Beim letzten gekreuzt, hinten um. Jetzt hinten um, genau. So, noch eine Runde. Komm, Anspiel, ziehen, Sprung nach vorne. Genau, Bogen nicht vergessen zu laufen. Ziehen das Standbein. Hopp, 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 hopp. So, und nochmal. Guter Teil. Geht auch. Noch einmal. Wunderbar. Okay. So, mach ich nochmal. Also. Anspiel. Dann. Das komme ich wieder raus. Links, rechts. Hopp, hopp. Genau, nochmal links, rechts. Hopp, hopp. Sohlenwende. Anspiel. Raus. Rechts, links, rechts, links, Sohlenwende, Anspiel, raus, links, rechts, links, rechts, Sohlenwende, Anspiel und nochmal rechts, links, Sohlenwende,
das war zu viel. So, und dann haben wir drei Kontakte. Vorne Kreuz, hinten parallel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und fertig. So, letzte Runde. Wir haben natürlich jetzt das Glück, dass wir zu zweit sind, deswegen können wir immer direkt gleich Schlag auf Schlag weitermachen. Wenn ihr jetzt alleine seid daheim, dann macht euch ruhig einfach, oder nehmt euch ruhig kurz Zeit, Pause zwischen, schnauft mal pro Übungsdurchlauf 10 Sekunden durch und dann geht es direkt weiter in die nächste Runde und weiter. Wunderbar. Super. Dann. Wird schon. So, letzter Teil, Aktivierung. Wir haben das Ganze jetzt, wir nehmen denselben Ablauf der zweiten Aktivierungsübung, legen uns jetzt quasi auf den Bauch und führen jetzt letztendlich quasi den Fuß, Matthias macht schon vor, von hinten rum und nach oben. Das machen wir auch wieder 8 Mal, insgesamt 4 Mal pro Seite. Das kann ich überreichen, das muss ich machen. Das kann ich bitte. Ich habe kein Problem mit unten. Hier, wo ist das Knieproblem? Mit beiden Problemen. Ich bin doch noch so jung. Ich bin körperlich 70. Ja, schaut, dass eure Schultern unten bleiben. Dass wirklich nur euer Unterrückenbereich arbeitet. Und noch 2. Brutal. Sieh mal, dass du Torwart warst. Was soll das jetzt heißen? Ja, krasses Unverhältnismäßigkeit zwischen Technik und Coach. Ja, jeder hat seine Stärken und Schwächen. So sieht's aus. Und so, da haben wir den ersten Teil komplett durch. Dann würde ich sagen, kurze Trinkpause und danach machen wir noch mit der Technik über weiter. Euch wieder gestärkt und wollen noch mal kurz Zeit nutzen für einen Hinweis für unser Programm. Ja, ja. Montag bis Freitag finden unsere Online-Trainings immer statt, jeden Tag um 16 Uhr. Und Montag, Donnerstag Kindergarten, Mittwoch Torwarttraining und Dienstag und Freitag findet unser Fördertraining statt. Immer um 16 Uhr, klickt ein, immer auf YouTube, nicht Social Media. Klickt ein. Ja, klickt nicht aus, klickt ein. Man knickt nicht ein, ganz wichtig. Jawohl, Sprachfehler, nein. So, genau, ansonsten immer fleißig teilen unsere Medien und dann machen wir weiter. So, wir brauchen wieder einen Ball, wir brauchen 2 Hütchen. Wir brauchen weiterhin eine Wand oder wenn ihr draußen seid im Garten, nehmt ihr eine Bierbank oder was ihr auch immer zur Hand habt oder sucht euch wieder einen Partner, der mit euch die Pässe zusammen spielt. Oder die hübsche Nachbarin. Wir gehen ins Passspiel rein, spielen den Ball durch mit einem Druck. Bin ich schon durcheinander. Ja. Mit einem gedrückten Ball laufen dann dem Ball entgegen, sodass wir ihn quasi vor der Hütchenreihe annehmen können, drehen auf die rechte Seite auf, raus. Das heißt, mal sagen wir vor, anspielen, raus durchlaufen. Aufdrehen, beim Aufdrehen darauf achten, viele arbeiten immer noch mit der Sohle, dass wir bitte mit der Innenseite den Ball einklemmen, dann nach außen rausdrehen, dann quasi einmal 180 Grad drehen gemacht haben, dass wir jetzt nach vorne rausschauen, machen einen Ziehen, Fußwechsel vorne raus durch das Tor und machen eine Schussfinte mit dem linken Fuß, dass wir quasi jetzt wieder in der Startposition sind, wie gerade eben. Also, Anspiel. Aufdrehen, ihr merkt schon, ein paar holpert hier ein bisschen, rausgehen. Muss ich den Schuss nehmen, das ist in erster Linie der Boden. Je rutschiger der Boden, desto schwieriger ist es, den Ball einzuklemmen. Das heißt?
dass man tatsächlich den Fuß ein bisschen mehr drauflegen muss und noch mehr eingehen muss. Das Problem ist hier, wir haben hier so einen Teppich, der ist hier so, naja, mega rutschig. Kann ein kleiner Hinweis auch, wenn ihr auf dem Kunstrasen spielt, auf den neuen Kunstrasenplatz, ist es nicht auf den alten Kunstrasenplatz, wenn es so ein Hockey-steinharter Platz ist. Wenn ihr da den Ball nicht richtig oben drauf einklemmt beim Aufdrehen, dann rutscht euch die Kugel immer weg, weil der Ball am Boden quasi rotiert. Das ist das Problem. Das heißt, ihr müsst den Fuß wirklich drauflegen. Ist aber eigentlich sogar ganz gut, weil dann übt man das Aufdrehen gleich richtig und nicht so halb. Eigentlich ist es ganz gut. Eigentlich Pro und Kontra. Pro und Kontra. Das ist eigentlich die Herausforderung. Zieh Fußnächste, Schussfinte und dann stehen wir wieder. So. Das, die Schussfinte war nicht so der Burner. Ja, ich zeige jetzt halt mal, wie es technisch gut aussehen müsste. Dafür habe ich dich ja damals jetzt. Ja, war nicht gut. Job. Gleich dieselben Fehler gemacht. Nicht gescheit eingeklemmt, Ball nach vorne gerollt. Nicht gut. Boah, ist der langsam. Sie merkt schon, beim Passspiel, bei der Passschärfe muss man wirklich darauf achten, spielt man den Ball zu feste, da kommt man fast nicht mehr durch das Tor durchgelaufen, weil die Distanz halt relativ kurz hier ist. Ihr müsst ja wirklich auch schauen, wie es daheim euer Zimmer aufgebaut oder draußen, habt ihr genug Raum. Wenn ihr nicht so viel Platz habt, dann spielt den Ball lieber mit gefühlvoller, leichter, damit ihr auch Zeit habt nachzugehen. Ist auch zum Üben leichter, wenn ihr leichter dagegen spielt, jetzt könnt ihr wirklich den Fuß positionieren, rausklemmen. Jetzt wäre es schön, wenn der Ball so leicht schief liegt, dass ihr ziehen vorne reinkommt. Und jetzt würde ich wieder empfehlen, eine Schussfinte zu machen, die nicht zu lange rollt, weil jetzt kann ich meinen Fuß wieder positionieren, hinter Ball, durchlaufen, rausdrehen, ziehen, Fuß wechseln. Wenn ich den zu lange rollen lasse, dann muss ich immer nachlaufen, muss meinen Körper verlieren, ist relativ schwer. Das heißt, es ist immer schöner, wenn der Ball nur so ein Stück rollt. Jetzt kann ich genauer reinlaufen, aufdrehen, mit eingeklemmt, ziehen, Fuß wechseln. Oh, der war zu schnell, zu extrem. So, ich mache nochmal einen. Hopp, hopp, hopp. Gut. Dann, das machen wir jetzt ein paar Mal zum Reinkommen. Wenn ihr merkt, okay, der Ablauf funktioniert ganz gut, dann sind wir ganz gut drin, habt guten Rhythmus, schaut, dass ihr gleichmäßig arbeitet, dass ihr auf dem Gefühl her merkt, es passt. Wenn ihr merkt, das Tempo am Anfang ist erstmal langsamer, das ist gar kein Problem, dann steigern wir das schrittweise immer mehr, bis wir dann ein schnellere Tempo rankommen. Das ist einfach auch durch die Wiederholungszahl, die wir einfach brauchen, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Und wenn wir dann drin sind, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Wettkampf. Ich würde sagen, lieber Matthias, unser Technik-Champion, den Reines, den man gerade gesehen hat, darf er heute gegen euch antreten. Wir machen, Stoppuhr natürlich dabei, deswegen machen wir es andersrum. Wir starten, wer zuerst 5 Runden hat, der gewinnt. Okay, das heißt, ihr macht euch bereit, stoppt die Zeit mit oder lasst die Zeit stoppen und dann schauen wir mal, wer schneller Stopp schreit, ob ihr oder Matthias. Genau. So, bereit machen, auf die Plätze, fertig und los. Das ist Runde 1. 2, versucht trotz des Tempos die Übungen sauber auszuführen. Matthias macht sehr gut natürlich. Und die letzte Runde. Fußwechsel und Stopp. So, wer war schneller? Ihr oder Matthias? Wenn ihr schneller gewesen seid, schreibt es einfach ins Kommentarfeld rein. Gebt uns Feedback. Nee, ihr lügt. Und seid ehrlich, genau. Okay. Gut. So. Beidfüßigkeit, Stichwort. Deswegen genau selbe Spielchen jetzt an Spiegelverkehr. Das heißt, üben wir gerade eben. Machen wir jetzt halt auf die andere Seite raus. Spielen den Pass durch. Bis gleich dabei, Matthias. Okay. Aufdrehen. Ziehen Fußwechsel, durchspielen, Schussfinde jetzt mit dem rechten Fuß. Und dann sind wir wieder in derselben Startposition wie gerade eben. Und wir versuchen jetzt mal alle den Pass voll mit dem linken Fuß zu spielen, auch wenn es nicht euer starker Fuß ist. Dass wir einfach mal beide Seiten trainieren, wenn am Ende auf Gegner fern oder wie er in die Situation rauskommt, oder wann man hinfällt und wir einfach beide Füße im Spiel. Das ist so viel. Aber da kann ich auch noch was dazu sagen, generell, also passen gehört schon mit beiden Füßen hin, das ist genauso wie ein Innenverteidiger irgendwann mit beiden Füßen Flugball spielen sollte und ein Flügelspieler mit beiden Füßen flanken sollte irgendwann. Achtet dann wirklich darauf, dass ihr dahinter seid. Gerade mit schwachem Fuß haben die Leute das Problem, machen eh schon große Schritte beim Anlaufen und wenn man große Schritte macht, dann muss man irgendwie so abbremsen, jetzt geht der Schwerpunkt nach vorne. Am Ende laufe ich schon mit kleinen Schritten und nur der letzte Schritt positioniert den Fuß, Fußspitze zeigt nach vorne und jetzt laufe ich einfach durch den Ball durch.
Weil das Problem ist immer dasselbe, das kann man auch super zeigen. Standfuß neben dem Ball heißt, der macht eine Kurve. Standfuß vor dem Ball heißt, dein Mitspieler hasst dich, weil der Ball springt. So einfach ist es. So, und deswegen wirklich darauf gucken, dass ihr diese Bogen ausläuft, lasst euch auch Zeit. Drücke, jetzt kommt er ganz gerade zurück, jetzt kann ich super klemmen, jetzt kann ich super ziehen, jetzt kann ich super Schuss mit dem machen. Bogen anlaufen, Schultern gerade, Fuß gerade, drücken, rausdrehen, oh, nicht schlecht, ziehen, Fußwechsel, Schuss finden. In meinen Spielen sage ich auch immer, die halbe Miete ist, wie man den Pass spielt oder auch die Schuss macht, ist eigentlich, wie man Standbein stellt oder wie man sich selber positioniert. Und in dem Fall ist es auch so, vielleicht noch für die kleineren Kinder, ich sage mal, auch bei den kleinen Kindern, das sind so Stierhörner quasi, ihr müsst euch vorstellen, ihr hättet Hörner und schiebt dann quasi den Ball durch und wollt ihn aufspießen sozusagen, dass er einfach euren Körper nach vorne schiebt. Genau, Stier, der Mann. Ja, genau. Aber so ist es, Schultern ziehen oder Ohren ziehen, ist egal, aber da, wo man den Kopf hinzeigt, da geht der Ball auch hin, deswegen passt das eigentlich, ist ein super Vergleich. Hopp, 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 hopp. Und damit bekommt ihr auch einen Ball einfach im Passspiel von einem Spiel, wo dann wirklich dann auch euer Passempfänger wirklich mit dem Ball was anfangen kann und dementsprechend zu arbeiten kann. Gut. Haben wir es auch auf Wettkampftrainer? Ja, Logo. So. Hopp, ha, ha. Mein Spaß. So, der Matthias ist schon wieder Feuer und Flamme. Natürlich. Wie immer, deswegen jetzt halt nochmal 5 Runden, genau wie gerade eben. Wer schneller ist als Matthias, gewinnt. Wobei das fast nicht möglich ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Natürlich. Mati ist immer dabei, Mati ist immer schneller wie ich. Also, liebe Grüße und dann machen wir uns bereit. Auf die Plätze, fertig. Ach komm, Trainer, was ist denn hier? Frühstart. Nochmal zurück, neue Runde. Gibt's keinen Seniorenbonus. Und los! Das war der Seniorenbonus. Spätstart. Runde 1. Runde 2. Sehr gut. Runde 3. Runde 4. Und Schussfinde noch fertig machen. Und Runde 5. Wunderbar. So, wenn ihr schneller gewesen seid, schreibt es uns einfach kurz rein. Ansonsten gibt es noch zu ergänzen. Mir fällt gar nichts ein. Dann würde ich sagen, nochmal kurz verschnaufen. Dann gehen wir in die letzte Übungsvariante rein. Und dann sind wir auch schon für heute durch. Gut. Dann nochmal kurz Pause. So Leute. Wir sind wieder da. Wir kommen zum letzten Teil für heute. Wir nehmen denselben Aufbau wie gerade eben nochmal. Wieder die Wand oder Mitspieler braucht, die Hütchen bleiben einfach unverändert. Das heißt, es bleibt alles wie gehabt. Wir variieren jetzt nur ein bisschen die Art und Weise. Wir spielen jetzt wieder einen Pass durch das Tor durch. Wenn der Ball zurückläuft, schaut, dass er gerade zurückläuft, dass er quasi jetzt nicht zu schräg spielt, dass er zur Seite rausgeht, damit ihr auch sauber arbeiten könnt. Und dann, weiß nicht, so ein bisschen der Hype gerade oder das Hype oder so der Trend des Jahres, würde ich sagen, das braucht so ein bisschen das Bremsen gefühlt. Ja, es ist halt eine wahnsinnig wichtige Bewegung, das muss man schon sagen. Es gibt halt zwei Gründe, warum es wichtig ist. Also ich kann jetzt erstmal kurz zeigen, was es geht. Also ihr spielt den Ball gerade an und ihr bremst ihn, oder er war zu leicht. Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr ihn zu leicht anspielt, dann kann man ihn fast nicht mehr bremsen. Das ist tatsächlich so, ne? Der Ball kommt und ihr rollt den Ball jetzt so, dass er gerade in diese Richtung weiter rollt. Also so, dass am Ende eure Schultern in die andere Richtung zeigen. Das Ding ist, es gibt schon mehrere Gründe, warum das wichtig ist. Also einmal ist es so, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, ich bin Innenverteidiger oder Sechser, dann habe ich ja immer die Möglichkeit, den Ball nach vorne zu stoppen. Das ist halt das Problem, wenn ich den Ball jetzt in offener Stellung nach vorne stoppe, dann laufe ich ja ins Zentrum an. Wenn ich jetzt aber gegen eine gute Mannschaft spiele, die mich vielleicht ein bisschen nach außen lenkt, dann laufe ich ihnen genau ins Pressing. Wenn ich den Ball aber jetzt ausbremse, dann kann ich halt den Seitenwechsel auf diese Seite zum Außenverteidiger viel leichter spielen, bloß ich kann den Flugball auf diese Seite leichter spielen, bloß ich kann trotzdem bei einem gebremsten Ball, der bleibt ja liegen, jetzt kann ich den Flugball zur Not auch immer noch diagonal spielen. Das heißt, ich habe eigentlich alle drei Passwege auf. Der Nachteil ist ja, wenn ich ihn nach vorne in eine offene Stellung stoppe, dann kann ich eigentlich nur den Flugball spielen. Der Flugball wird schon schwierig. Da muss ich jetzt schon, selbst mit dem linken Fuß, ist es ein bisschen eine komische Bewegung. Und deswegen hat das Bremsen schon seinen Sinn, weil ich dann in diesen Bogen rein kann. Und wo es halt auch wahnsinnig wichtig ist, wenn ich jetzt ein Zehner oder ein Sechser bin und ich spiele an und ich kontrolliere vor allem hinter meiner Schulter, da ist niemand, dann kann ich halt sofort ins Tempo anlaufen. Ist halt nochmal ein Unterschied zu bei Aufdrehen klebt der Ball am Fuß. Es ist halt eher, da kommt gleich Druck und ich muss jetzt irgendeinen Trick machen, aber ich muss gleich weiterspielen.
Beim Bremsen ist es wirklich so, ich kann sofort Tempo in die andere Richtung machen. Wenn ich vorher über die Schulter geguckt habe, kontrolliert habe, dann komme ich halt schneller in die Offensive. Also es ist nicht so unwichtig. Ja? Also kurz zusammengefasst kann man sagen, der Ball wird quasi aus der Beschleunigung abgebremst wegen Bremsen, rollt aber noch leicht weiter, sodass er quasi nicht unmittelbar am Körper steht, sondern es ist totgestoppt. Dann haben wir das Problem natürlich, wir müssen runterschauen, verlieren natürlich mit Zeit. Von der Seite ist es wie stoppen und dann den Fuß quasi wegnehmen. Also wenn der Marco mal von der Seite anspielt, dann kann man stoppen, Fuß wegnehmen. Der Ball macht gar keine Richtung. Der war sogar noch nicht mal ganz glücklich, nicht ganz glücklich, weil der hat so eine ganz leichte Richtung rausgemacht, sondern perfekt wäre es, wenn der Ball genau in der Linie weiterrollt, wie er ankommt. Das wäre eigentlich das Ziel. Also Anspiel, Bremsen, hinten raus, dann haben wir die Sohlenwände nach außen weg, Ziel, Fußwechsel wieder rein und dann sind wir wieder auf der Startposition. Genau. Also, zack, raus, Ziel, Fußwechsel rein, Anspiel, Bremsen, ihr merkt schon, der Ball, vor allem die Wand, natürlich in dem Fall jetzt die Bremsen extrem ab. Das heißt, da ruhig ein bisschen fester spielen, ruhig mal, damit der Ball auch wieder mit entsprechendem Tempo zurückkommt. Abbremsen, Sohlenwände mit dem rechten Fuß diagonal nach außen wegdrehen auf die linke Seite und dann mit Zuziehen, Fußwechsel links, rechts wieder rein. Bitte wichtig, erst ziehen, Fußwechsel abschließen, danach den Pass spielen, weil sonst machen wir eigentlich auch eine Sohlenwende, wenn wir es genau machen. Genau, und auch da wieder ziehen, Fußwechsel abschließen. Lieber jetzt den Bogen reparieren, weil ihr braucht diesen geraden Ball, sonst könnt ihr das Bremsen nicht üben. Wenn der Ball schief kommt, ist Bremsen schwierig. So. Dann springen wir mal, schau, brutal. Bisschen Flow drin. Kleine Flow, ja. Gut, mal ein bisschen weiter. Also, machen wir auch eine kurze Pause. Wollen wir das auch auf Wettkampf machen? Oh, oder wollen wir gleich beides kombinieren? Ich bin auch dafür, wir machen es jetzt mal anders, damit wir nicht immer so viele Wettkämpfe machen. Jetzt, wenn ihr das mit rechts hinbekommt, jetzt übt ihr mal noch ein, zwei Minuten mit rechts. Währenddessen kann ich ja schon mal weiterreden, während ihr das mit rechts übt. Wir machen dasselbe dann auf dem anderen Fuß und den Wettkampf machen wir dann kombiniert. Also im anderen Fuß heißt einfach, linker Fuß spielt, links bremst, linke Sohle wendet, rechts zieht links sich vor. Die Sohlenwende war nicht gut, die war schräg nach vorne, deswegen habe ich jetzt eine ganz schlechte Position. Links spielt, links bremst, Sohlenwende relativ schräg da raus, ziehe einen Fußwechsel. Fuß abstellen, drücken, bremsen, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, drücken, bremsen, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel. Das übt ihr jetzt mal mit beiden Füßen erstmal, würde ich sagen. Und dann zeigen wir noch, wie es aussieht, wenn wir es aneinander hängen. Mhm. Und dann geben wir euch mal kurz 30 Sekunden, 40 Sekunden Zeit, um es mit beiden Füßen zu üben. Durchlauf ist relativ schnell. Aber hier schaut mal, dass es mit beiden Füßen macht. Was man vielleicht bei Matthias und beim Passen gut gesehen hat, ist, wenn er den Pass spielt, der geht auch ganz schön den Ball entgegen und nach. Das heißt, wenn er den Ball gespielt hat, ist er schön nachgegangen nochmal und dann hat er den Ball quasi in Gegenbewegung quasi in Empfang genommen und dann ist er dementsprechend mit der Bremsbewegung gut aufgedreht. Gut, genau. Wenn ihr das mit beiden Füßen hinbekommt, wenn ihr es mit beiden Füßen gut habt, dann machen wir es mal abwechselnd. Also, wir spielen quasi den Ball, wir bremsen rechts. Wir machen rechts die Sohlenwände, machen ziehen Fußwechsel. Und jetzt wird es total wichtig, dass ihr die Position repariert. Wobei ich jetzt vorschlagen würde, ihr passt jetzt den nächsten Ball trotzdem nochmal mit rechts. Bremst jetzt mit links, macht links eine Sohlenwende, ziehen Fußwechsel, passt mit links, bremst mit rechts. Also ihr wechselt jetzt da immer die Füße. Der eine Fuß passt, der andere Fuß bremst. Sohlenwände ziehen Fußwechsel, passen. Der andere Fuß bremst, Sohlenwände ziehen Fußwechsel. Links passt, rechts bremst, rechte Sohle, links zieht rechts, rechts drückt, links bremst, linke Sohle, rechts, links. Die Kombo würde ich jetzt machen. Da würde ich euch jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit geben. Immer daran denken. Ich mache mal langsam mit, weil dann ist es auch nicht so anstrengend. Rechts spielt, wenn rechts gespielt hat, bremst links. Linke Sohle, rechts zieht, links legt vor. Links spielt, rechts bremst, hin vor's kurz, rechte Sohle, links, rechts. Jetzt habe ich wieder. Rechts spielt, links bremst, linke Sohle, rechts, links. Jetzt habe ich wieder. Links spielt, rechts bremst, rechte Sohle, links, rechts. Das wäre mal der Durchlauf.
sagen, ihr macht noch kurz drei Runden nochmal, komplett, das heißt wirklich geschlossen, das heißt, von Aden spielt nochmal den Ball zuerst, denkt dran, wenn ihr bremsen wollt mit rechts, spielt den Ball am ersten linken Fuß, bremst dann mit rechts auf, dreht nochmal raus, macht das Ganze raus auf die linke Seite, dann noch auf die rechte Seite, dann habe ich schon Runde 1 und dann machen wir das Ganze noch zweimal. Und dann würde ich auch sagen, macht ihr kurz Pause, einmal kurz durchschnaufen, euch stark klar machen für den Wettkampf. Und dann haben wir schon ja, das letzte Element zu sein, den letzten Wettkampf. Hier nochmal gegen Matthias. Und dann sind wir schon fast durch. So, wie schaut's aus bei euch daheim? Seid ihr soweit? Bist du soweit, Matthias? Selbstverständlich. Selbstverständlich, okay. Also, 5 Runden, selbe Spielchen. Mach 6, beide Füße noch los. Brauchst du gerade Zahlen. Achso, ich würde sagen, eine Runde ist abgeschlossen. Ah, eine Runde, okay, das ist noch. Ja, passt. Also sollen wir 4 machen? Ne, machen wir 5 Runden, passt. Genau, eine Runde ist abgeschlossen, wenn ihr quasi beide Füße gemacht habt. Beide Füße gemacht habt, genau. Also, mit Ziehen, Fußwechsel endet quasi die Übung. Und auf die Plätze, fertig und los. Rechts spielt. Links, bremst. Links, rechts, links. Links spielt. Rechts, bremst. Fußwechsel. Eins. Bremsen, Sohlenwende, Zielfußwechsel und Bremsen, Zielfußwechsel, Runde 2. Sohlenwende, Zielfußwechsel, Bremsen, Sohlenwende, Zielfußwechsel, Runde 3. Noch 2 Runden, Leute, gib Gas, bleibt aber sauber. Runde 4 und Endspurt, letzte Runde. Die letzte Wiederholung auf die Seite raus und fertig. So, ja, ein Riesenwort an Matthias. Aber alles andere hätte uns auch enttäuscht, oder? So, ihr Fleißigen. Ja, ich habe noch eine Hausaufgabe für euch, Jungs. Ganz zum Schluss. Und zwar fällt mir auf, dass immer weniger von meinen Jungs so richtig gut danteln können. Und dann heißt es immer, das brauche ich im Spiel nicht. Das brauche ich im Spiel schon. Weil wenn ich ein Gefühl dafür kriegen will, wie ich Dropkick-Bälle zur Seite lenke, wenn ich ein Gefühl dafür kriegen will, wie ich Dropkick-Bälle gerade nach vorne lenke, wenn ich generell ein Gefühl dafür kriegen will, ich weiß mal schnell, wie halte ich meinen Ball, dieses Gefühl, Ball nah am Körper lenken, so um ein Gefühl dafür zu kriegen, was tut der Ball, wenn auf mein Fußfeld gehört, Danteln dazu. Das heißt, dass man so 10-mal danteln kann, dass für jemanden, der bei uns im Fördertraining ist, fällt ja schon hin. So, das kann man auch üben. Erzählt ihr schon, viele Jungs fangen mit dem rechten Fuß an, wenn sie werden. So, dann kann man es auch nur mit dem schwachen Fuß machen, außer man ist so scheiße wie ich kann. So, und super wäre es natürlich, wenn man es irgendwann mal abwechselnd macht. So, da ich jetzt davon ausgehe, dass ganz viele schon normal danteln können, weil wir ja ein Förderbälle sind, nicht im Fußballkindergarten, gibt es eine kleine Herausforderungsrunde von mir. Und zwar, ihr müsst 3-mal hintereinander Folgendes schaffen. Ihr nehmt euch den Ball hoch, dantelt ihn, lasst ihn aufkommen und klemmt ihn zwischen den Knien ein. Lasst ihn wieder aufkommen, ihr könnt wieder ein bisschen danteln. Nehmt ihn hoch, klemmt ihn ein. Lasst ihn aufkommen, danteln, hoch einklemmen. Wer es das dritte Mal geschafft hat, hat es geschafft. Das ist meine Hausaufgabe, das ist ein bisschen eine heftigere Herausforderungsrunde. Und zwar würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die Fußballschule und den Matthias dann irgendwie in Instagram oder Facebook oder was auch immer wir zur Verfügung haben, oder YouTube, wenn ihr es posten würdet, also ein Video macht ein kleines, eine neue Story oder noch euren Instagram stellen und uns verlinken würdet, also mit der Fußballschule verlinken würdet und auch gerne auf mich verweisen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich sehe, dass es der ein oder andere schafft. Das ist schon ein bisschen eine heftige Technikaufgabe. Ich mache es mal nochmal, damit man sieht, dass ich es immer kann, weil ich ein geiler Typ bin. Das ist ja auch so. Brutal, oder? Oh, sehr schwer. Und trotzdem. So. Also, es ist echt machbar. Auch für jemanden, der alt und gebrechlich ist. Deswegen geht es hin. Das ist ja schon alt. Uralt. So. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke noch für die Aufgabe. Und wir sehen uns hoffentlich bald am Platz. Und dann wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Ciao.